Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Dezemberbox der Goodiebox. Ja, aber ich habe nicht nur die Dezemberbox hier, sondern auch die Welcomebox, die aktuell verfügbar ist. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist nämlich so, dass man die Box monatlich für 19,95 abonnieren kann, aber wenn du über meinen Link in der Infobox gehst, bekommst du deine erste Box 50% Rabatt. Das müsste dann 9,95 oder 9,98 sein. Und da hast du dann bei der Welcome Box nämlich einen etwas anderen Inhalt als das, was die regulären Abonnenten in dem jeweiligen Monat bekommen. Und deswegen fand ich das ganz cool, dass ich jetzt halt beide relativ gleichzeitig bekommen habe. Und also die Welcome Box kam jetzt ein bisschen später, da habe ich mir noch ein bisschen drauf gewartet, damit ich euch jetzt mein Unboxing halt hochladen kann. Ne? Genau, dann wisst ihr nämlich, was ihr bekommt, falls ihr neu abonnieren solltet. Und falls ihr die Box sowieso im Abo habt, dann seht ihr, was drin ist und hört meine Meinung dazu, ja. Genau, ja, schaut wie gesagt gerne in der Infobox vorbei, da sind auch Timestamps drin, falls euch nur das Unboxing zum Beispiel von der Welcome Box interessieren sollte, könnt ihr weiter skippen, das ist hier unten so eingeblendet. Nun, das Design der Boxen ist beide Male identisch und ich mache jetzt aber erstmal meine ganz normale Monats-Abo-Box auf. Und wir haben halt dieses Schubladendesign. Ich mag es total gerne. Wir haben hier immer 5 Beauty-Produkte drin, die immer einen recht hohen Warenwert haben. Also ich glaube immer über 70 Euro, was bei 19,95 pro Monat auch wirklich angemessen ist. Wir haben überwiegend Full-Size-Produkte drin enthalten, überwiegend Pflegeprodukte. Wenn man Bock drauf hat, nochmal die dekorative Kosmetikbox sich anzuschauen, kann man sich die Crush-Box anschauen. Auch die stelle ich auf diesem Kanal vor. Und ja. Ich schaue mir aber erstmal meine normale Labarababa-Box an. Happy You Time steht hier. Und ich habe hier eben schon ganz frech einfach mal mein Profil geöffnet, um euch da das Heftchen vorzulesen, weil das ist digital. Und ich mag einfach diesen Vibe, der versprüht wird. Ne? Wenn sich das Jahr zum Ende zuneigt, nimm dir einen Moment Zeit, um über die Reise nachzudenken, die du angetreten hast. In einer Welt voller Hektik und Stress vergessen wir oft, uns auf uns selbst zu konzentrieren. Die Beauty Resolutions Box für Dezember soll dir dabei helfen, innezuhalten, nachzudenken und deine Einzigartigkeit zu feiern. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und die Temperaturen sinken langsam. Die Kälte des Winters ist da, aber das bedeutet nicht, dass deine Beauty-Routine in den Winterschlaf gehen muss. Verwöhne dich mit der Box dieses Monats, in der du eine Reihe luxuriöser Schönheitsprodukte findest, die deine Ausstrahlung über die Feiertage erhalten. Mach dich bereit, dich auszuruhen und zu erneuern und aufzutanken. Finde ich sehr, sehr schön und ich mag einfach diese Wärme, die mit den Heftchen einherkommt. Eine ganze Zeit lang hatten wir die leider nicht, aber jetzt haben wir sie wieder und das macht mich so happy. Tatsächlich bringt mich jetzt auch dieses Heftchen dazu, dieses Jahr Revue passieren zu lassen. Krass, ey, mein erstes Jahr als Mom, also dass ich halt wirklich komplett das ganze Jahr über Mutti war und ist schon aufregend, was man da so erlebt. Und dann halt auch noch zusätzlich mit dem Hack, den ich dann hatte in dem Jahr und die Events, die ich aber auch erleben durfte, die Menschen, die ich getroffen habe, die wundervollen Kommentare und die Liebe, die ich von euch bekommen habe. Oh, ich heule gleich hier, unglaublich. Okay, wir gucken jetzt einfach mal in die Box rein. Also die macht mich schon emotional, ne? Ja. Das ist halt so dieses dänische, ich pack dich einfach mal ein bisschen Liebe ein, was die Box einfach so mit sich bringt, einfach nur durch dieses Heftchen. Und ja, hier sehe ich dann einmal den Blick hinein und dann schauen wir mal, was wir dann zu Heiligabend machen dürfen, was wir in diesem richtig krassen Winter machen dürfen oder auch zu Silvester. Ich starte einfach mal mit Shake Bar Nourish and Gloss Conditioner for all hair types. Sehr cool. Mit Manuka-Honig, Kollagen und Vitaminen. 150 Milliliter. Wir haben so selten Conditioner mit in den Boxen. Und das feiere ich ja jetzt schon direkt mal, ne? Der riecht auch wirklich gut. Und wir hatten auch mal von Secret de Loli. Les Secrets de Loli. Ja, genau. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal in dieser Box. Oder war das eine andere Box? Ich weiß es nicht. Auch ein Conditioner drin, den ich sehr gerne mochte. Also, ich entdecke auch wirklich coole Marken mit dieser Box, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das sind jetzt keine Marken, die wir jetzt so generell bei uns in einer Drogerie oder im Douglas oder so finden. Dann habe ich hier eine Limited Edition Bright Me Up Serum drin. Aha. Oder ist die Marke Limited Edition? Gel Serum mit Ananas-Extrakt, Vitamin C und Hyaluronsäure. Das finde ich cool. Hydrate and Glow. London Botanical Laboratories 30 Milliliter.
Okay, Vitamin C ist schön, Glow können wir gebrauchen, fahle Winterhaut mag keiner und Feuchtigkeit ist auch ein absolutes Muss. Also hört sich gut an, auch wenn die Verpackung jetzt nicht ganz so sexy aussieht, um ehrlich zu sein, hört sich das Serum an und für sich sehr charmant an und ja, deswegen freue ich mich. Ich glaube, hier habe ich Nachschub. Richtig geil. Also das hatten wir schon mal in der Goodiebox mit drin. Habe ich aktuell in Anwendung, habe ich auch schon mal leer gemacht. Finde ich richtig gut. Von Human & Kind, das Moisturizing Hand Scrub. Und das ist 1A. Das ist ein mechanisches Peeling für die Hände. Das kannst du entweder verwenden, wenn du super schmutzige Hände hast. Zum Beispiel habe ich das verwendet, als wir hier diesen Raum gestrichen haben und so. Und ich einfach überall Farbe hatte. Kannst du damit super runterpeelen. Oder wenn ich meine Nägel mache, dann verwende ich das auch ganz gerne. Das heißt, wenn ich meine Nägel ablackiert habe, verwende ich ein Handpeeling. Und dann nehme ich einfach super gerne das hier. Also da freue ich mich richtig gerade drüber. 75 ml haben wir hier drin. Apropos Nägel, da trage ich gerade auch den Nagellack, der in dem Purish Bundle mit Chiquitas Place mit drin ist. Richtig cool, oder? Das dürfte auch noch verfügbar sein. Kriegt ihr über den Code in meiner Infobox und über den Link in der Infobox. Und aktuell gibt es auch ein Mega Sale bei Purish, glaube ich. Denke ich, dass es jetzt noch der Fall ist, wenn ich das Video online stelle. Da bekommt ihr bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Produkte plus auf alles mit Claudis Welt 10% Rabatt, außer auf No Cosmetics. Und schaut da gerne vorbei, alles in der Infobox verlinkt und das feiere ich gerade so sehr. Okay, dann habe ich hier noch von Fur etwas drin. 3D Foaming Lashes. Ich hätte lieber eine Mascara hier drin gehabt, aber ich weiß, dass einige auch tatsächlich sehr auf False Lashes abfahren. Also von daher ist es okay, dass wir die hier mit drin haben. Meins ist es jetzt leider nicht. Ich verwende keine Lashes einfach, ne? So, und das... Nein, nicht ganz letzte. Ich habe hier noch einen Melting Balm Cleanser von Raw Perfection. Das ist cool. Hört sich für mich nach dem ersten Schritt vom Double Cleansing an. 20 ml haben wir hier drin und damit kannst du dann dein Make-up aufbrechen und dann sanft runternehmen und dann nochmal mit einem Reiniger vielleicht nachgehen. Ne? Habe ich noch nicht ausprobiert, wie der ist, aber wenn das ein Balm ist, dann ist der ja wahrscheinlich etwas fester und das würde ich dann auch als ersten Schritt nehmen. Ne? Cool. So, jetzt habe ich aber das letzte und das ist eine sehr edle Nagelfeile von Zarco Beauty bei Oli. Das ist eine Glasnagelfeile und Nagelfeilen kann man gebrauchen. Ich bin kein Fan von Glasnagelfeilen, auch wenn Glasnagelfeilen haltbarer sind in dem Sinne, dass bei Sandblattfeilen sind die ja irgendwann Uppe, ne? Und ich glaube, bei Glasnagelfeilen ist es nicht so. Also du hast da einfach länger was von dem Produkt, es sei denn, es fällt dir aus Versehen mal runter. So, jetzt haben wir hier einmal die Box. 19,95 € habe ich dafür bezahlt, finde ich vollkommen cool. Mein absolutes Favoritenprodukt ist das Handscrub, absolut. Den Conditioner feiere ich aber auch sehr, muss ich sagen. Freue ich mich richtig drauf, weil 150 ml ist eine große Größe, das gefällt mir auch. Auch, dass wir hier dieses Serum mit drin haben, finde ich echt super. Also, ich sag mal, die Nagelfeile und die Wimpern nicht ganz so meine Welt, aber auch der Cleanser. Ne? Also 4 von 6 Produkten sind auf jeden Fall top. Muss ich sagen. Also von meiner Warte aus. Und dann schauen wir jetzt mal in die Welcome-Box rein. Ich weiß jetzt nicht, was man bekommt, wenn man neuer Abonnent ist. Hier werden wir es herausfinden. Die wechseln innerhalb des Monats auch ab und an mal, ne? Sodass du da halt die nur bis, also ich glaube, eine Woche ungefähr bekommt man diese Box dann. Du findest es online, also es ist dann auch aufgeführt, aber du kannst die Welcome-Box für 9,95 € jederzeit über den Link bei mir in der Infobox vergünstigt bekommen, wenn du die neu abonnierst. Okay, a big welcome to Happy Self-Care. Hier wird man begrüßt, dass man einfach sich Gott sei Dank und endlich mit Selbstliebe beschäftigt. Finde ich sehr charmant. Und dann habe ich hier auch wieder meine Schublade am Start. Und hier sehen wir einmal den Blick in die Box. Und da habe ich genauso wie auch bei meiner Box dieses Bright Me Up Serum drin, was ich sehr, sehr gut finde. Also das ist auch ein Produkt, was viele verschiedene Hauttypen verwenden können. Ne? Ganz gleich, ob du jetzt super trockene Haut hast, super sensible Haut oder super ölige Haut. Also ich glaube, dass jeder Feuchtigkeit vertragen kann. Also das sagt man ja auch bei öliger Haut, dass man da nicht zusehen soll, dass man die nicht noch weiter austrocknet, weil die Haut dann nur noch mehr Öl produzieren möchte. Also da sollte man einfach für eine gesunde Hautbarriere sorgen und sie ordentlich mit Hyaluronsäure versorgen, mit Feuchtigkeit versorgen und dann wird die nämlich ein bisschen entspannter, ausgeglichener. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Als nächstes habe ich hier auch was drin, was wir ja auch schon eben hatten, was ich toll finde, habe ich jetzt 2 von. Den Conditioner. Richtig gut. Also das freut mich. Der riecht wirklich gut. Nourish and Gloss. Also das
Ich bin ja aktuell nicht so hundertprozentig zufrieden mit meiner Haarpflege und probiere da auch gerne mal so ein bisschen durch, ne? Also da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt drauf. So, die anderen Produkte sind aber anders. Zum einen habe ich hier das Pampaya Enzym Peeling von Elemis. Richtig gut. 15 Milliliter sind hier drin enthalten. Habe ich auch schon mal leer gemacht. Das ist ein Produkt, das geht dir super schnell leer, ne? Gar keine Frage. Ich mag Enzympeelings, weil die sehr mild sind. Und auch dieses Enzympeeling hat meiner Haut sehr gut gefallen. Dadurch, dass du es aber halt nicht in Pulverform hast oder so, sondern dass du halt wirklich von dem Produkt hier 15 Milliliter drin hast, ist das halt relativ schnell aufgebraucht, ne? Das fand ich ein bisschen schade. Und ja, aber ich mochte das Produkt. Du lässt es 10 bis 15 Minuten drauf. Also im Prinzip verwendest du es ein bisschen wie eine Maske. Oh, Entschuldigung. Ich habe das verwendet an den Tagen, wo ich zum Beispiel meine Haare nicht gewaschen habe, also meinen nur Körpertagen, dass ich mir halt mein Gesicht gereinigt habe und mir dann diese Enzymgeschichte aufgetragen habe. Dann bin ich unter die Dusche gegangen, habe meinen Körper einfach nur abgeduscht, habe mich eingecremt und dann nach 10 bis 15 Minuten die Enzymgeschichte abgenommen. Das macht einfach eine super weiche Haut und Enzympeelings sind die mildeste Form von Peeling, die man verwenden kann. Super geil in dieser Box aufgehoben. Wie lange kann man darüber reden? Ja. Dann haben wir hier von Gosh etwas drin enthalten. Soft Tint Lip Balm. Auch Lippenbalsam ist hier gut drin aufgehoben. Lichtschutzfaktor 15 ist besser haben als brauchen. 8 Milliliter haben wir hier drin. Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein leicht gefärbtes Produkt. Genau, Vintage Rose steht hier drauf. Und ja, finde ich schön. Lippenbalsam können wir jetzt in dieser kalten Jahreszeit immer gut gebrauchen. Ich trage auch ständig Lippenbalsam. Und ja, wenn du das dann auch noch in einer leicht gefärbten Geschichte mit dabei hast, wieso nicht, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Etwas, was wir auch mal in einer anderen Goodiebox drin hatten, ist hier von Munter ein Nagellack in so einem extrem dunklen Weinrot. Der sieht schon ziemlich fancy aus, ne? Also den muss man, wenn du da halt nur eine oder zwei Schichten von drauf machst auf die Nägel, also dünne Schichten, dann kann man da auch noch so ein bisschen durchgucken. Wenn du dann aber noch eine dritte Schicht drüber gibst oder vielleicht sogar einen milchigen Basecoat verwendest oder so, dann ist es richtig schön blickdicht und dann hast du sehr, sehr edle, schöne Nägel mit dem Produkt. Also ist auch schön hier drin, ne? Weil das ist eine coole Farbe so für den Winter. So, und wir haben jetzt hier auch noch ein sechstes Produkt in der Box. Und noch ein siebtes, das ist ja richtig cool. Und ich meine, dass wenn ihr über meinen Link bestellt, dass auch eins dieser Produkte quasi eben dadurch, dass ihr über meinen Link geht, mit in die Box reinkommt. Welches das ist, kann ich jetzt hier noch nicht sehen. Das habe ich euch dann sicherlich auch irgendwie markiert. Hier habe ich von B. Makai eine Matau Echo Hairbrush. Ja, also Haarbürsten sollte man echt regelmäßig erneuern und ich glaube auch die eine oder andere von uns kann eine Haarbürste gebrauchen. Ich habe jetzt hier eine andere aktuell noch in Anbindung, auch aus einer Goodiebox tatsächlich und die finde ich wirklich gut. Oh, da sind Haare dran, das ist ja Iba. Von Anwen, das ist diese hier, ne? Die finde ich wirklich gut. Die hatten wir auch mal mit drin, das ist auch so eine nachhaltige Geschichte aus einem ähnlichen Material. Ja, ich habe gerade meinen Finger etwas eingeklemmt, wie bei dieser hier. Ja, schön. Kann man gut gebrauchen, ne? Also schon sinnvoll. Und dann haben wir hier das letzte drin und das ist halt so dieses kleine Augenzwinkern. Manchmal hat die Goodiebox hier so Produkte mit dabei, wo man sich denkt, was hat sich der Boxenpacker dabei gedacht, die Box zu konzipieren? Das hier ist ein Zungenreiniger von Moshi Moshi Mind. Aber Leute, das ist ein so sinnvolles Produkt. Mundgeruch haben viele Menschen aufgrund ihrer Zungenbeläge, weil sie das nicht reinigen. Und so ein Zungenschaber sieht martialisch aus, hört sich martialisch an, ist aber so, so gut und so, so wichtig. Also, ne? Ich find's cool, dass es hier drin ist. Ich find's auch 5 Milliarden mal besser, sowas reinzupacken als eine Zahnpasta. Ehrlich. Und deswegen, also ich feiere das, auch wenn wir das als Abonnent schon mal drin hatten, aber das ist ja nicht schlimm. In der Welcome Box hast du ja quasi ja so die Top-Produkte drin. So steht es jedenfalls dort. Ich finde es cool. Also Zungenreiniger feiere ich wirklich. Und ich finde auch, dass die Welcome Box schön gestaltet ist. Ich persönlich hätte es noch ein bisschen nice gefunden, wenn die vielleicht ein bisschen mehr dekorative Kosmetik reingemacht hätten. Aber dadurch hätte sich die Goodie Box ja auch nicht richtig repräsentiert, weil es geht ja vor allem um Pflege, ne? Und deswegen hast du was für die Haare mit dabei, was fürs Gesicht mit dabei, was für die Zunge. Mühe dekorative Kosmetik, gut, durch den Nagellack und durch den Tinted Lip Balm haben wir ja schon zwei Produkte. Nö, dann ist schon wieder in Ordnung, ne? Also ich finde
den Inhalt von der Welcome-Box überzeugend, um das mal so zu sagen. Aber ich finde auch den Inhalt der generellen Abo-Box schön. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Es gab Monate, da war ich nicht so happy. Diesen Monat bin ich sehr happy. Ihr Lieben, wenn es euch hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.